Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Pantheon auf der Top Lane. Junge, Junge, das kann wieder was werden. Wir haben, glaube ich, 10 Minuten jetzt auf Xayah gewartet. Also sowas habe ich selten erlebt. So einen lahmarschigen PC kann man doch gar nicht haben oder Leitung oder wie auch immer. Junge, Junge. Na gut, auf jeden Fall des Weiteren bei uns im Team. Also ich spiele Pantheon auf der Top-Lane. Dann haben wir Warwick im Jungle, Nasus auf der Mid-Lane, Xayah als ADC und Vel'Koz Support. Im Gegnerteam haben wir Gangplank auf der Top-Lane, Jax im Jungle, Syndra auf der Mid-Lane, Caitlyn als ADC und Leona Support. Ja, bei dem Nasus bin ich mal tierisch gespannt, was das wird. Na, mal gucken. Sehr, sehr merkwürdige Teamkomp, was wir hier haben. Ja, und jetzt muss man es erstmal wieder schaffen, sich zu konzentrieren hier nach 10 Minuten Wartezeit. So, bewegen wir unseren Allerwertesten mal. Mal sehen. Die Gangplank ist noch nicht hier. Ah, Mann. Krieg da gleich erstmal einen Speer verpasst. Junge, der nimmt kaum Schaden, ey. Wahnsinn. Versuche ich erstmal in Ruhe zu farmen. Hab extra Ignite mitgenommen, weil ich ja First Blood holen will eigentlich gegen den. Ah. Ja, müssen wir so machen. Oh. Ja, war ein bisschen lahm. So, jetzt gehen wir warden. Den haben wir. So gut wie erledigt. Und bis jetzt klappt das ganz gut. Oh, komm. Damit der Last Hit's nicht so wirklich. Jawohl, First Blood Warwick. Das ist natürlich wichtig. Aber er holt ihn noch. Oh, immer schön mal einen Speer reinjagen, ne? Mal einen verplättet. Hauptsache, er kommt nicht so doll zum Farmen. So.
ich da nochmal einen Speer verpasst. Na, jetzt muss ich erstmal warden gehen. Ja, dann komm erstmal ein bisschen raus hier, Junge. Wie kann man da so viel Angst haben? So böse bin ich doch gar nicht. Wirklich mächtig defensiv. Und gehen wir mal auf Nummer sicher mit dem Großen. Ah, kassiert ja ganz gut. Aber den Todesstoß kann ich ihm leider nicht verpassen. Oho. Dankeschön. Das war jetzt doch recht nice, würde ich behaupten. Sehr gut geklappt. Aber jetzt muss ich mich natürlich beeilen. Vom Farm her bin ich sogar vorne. Allerdings nicht mehr lange, wenn das weitergeht hier. So, dann nutze ich aber die Ulte. Er hat nämlich Teleport. Komm, komm, komm. Away. So. Jetzt vom Farmen natürlich noch weiter vorne. 13 Farmen vorne. Das ist wichtig und gut. Oh, komm, Junge. Das gibt's nicht. Jawohl, Drake haben wir. Ah, da ist er schon wieder. Oh, jetzt machen die Speere aber auch schon ein bisschen mehr Schaden. So, zurückziehen. Und schön farmen. Den Vorsprung darf man natürlich sich nicht entgehen lassen hier. Wow. Na gut, die Fässer machen immer Schaden. Aber er ist unter den Tower zurückgepusht. Hoffen wir mal, dass der da nicht so gut farmen kann. So, und gehen wir mal wieder hoch. Jetzt holen die Gegner einen Double Kill. Ziehen wir uns ein bisschen zurück. Keinen Bock, die ganzen Minions zu tanken. So. So kommt dann natürlich gar nicht zum Farmen. Ja,
blöden Fässer machen aber echt schon ziemlich viel Schaden. Und ich darf nicht so viel die Minions tanken. Nicht gut, ne? Ja. Ich mach die Wave hier nochmal schnell. Boah, was ist denn da los, ey? Mittlerweile steht schon nur noch 8-5. So, dann mal ein bisschen Magie-Resi. Und schnell wieder vor. Ja, Gangplank wird wahrscheinlich jetzt auch weggehen. Ich bin nochmal 22 Farm vorne. Ärgerlich, dass ich an denen so schwer rankomme. Boah. Schlängelt sich das Minion durch. Eine Frage der Ehre. Wollen wir mal eine Runde Warden gehen? Ach, da ist er schon. Oh, oh, da war was. Alles gesehen. Na, Jax Baby. Der will mich jetzt ärgern. Kann ich jetzt leider nicht viel machen hier. Obwohl ich natürlich noch Flash ready habe. Okay, ich glaube auch nicht, dass er noch hier ist. Ich versuche mal rein zu pushen. Doch, ist immer noch da. So, mal easy outplayed. Kein Problem, wir machen das hier auch gegen zwei. So. Zuerst mal reinpushen. Obwohl er da, glaube ich, sogar mit einverstanden ist. Boom! Ich aber nicht, ich muss wieder Toplane. So, naja, wenigstens einen Assist noch gekriegt. Ich wäre gerne auf den Kopf gesprungen.
Ja, Pantheon Top Lane ist schon eine geile Sache. Mal sehen, vielleicht kriege ich ihn ja jetzt mal. Oh, ja, schön Missanzeigen. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass der auch nur noch unterm Tower steht. Weil er ein bisschen Angst hat. Ja, da ist er. Kriegt er mal einen kleinen verplättet. Oh, noch ein. Wir haben es ja. Ja, der will nicht mehr. Ah, an den Minion komme ich auch nicht mehr dran. Oder das Minion. Ja, die Speere hauen schon gut rein. Na Junge, einen großen Villa. Oh lol. Nicht gekriegt. Ja, den Tower will er nicht aufgeben. Aber 123 zu 99 farmen jetzt. Ich kenne meinen Weg. Mein Speer ist rastlos. So. Weiter auf mein schwarzes Beil. Jetzt ist Top-Lane-Party. Bin ich zwar eigentlich nicht scharf drauf, weil es eigentlich ziemlich geil lief. Aber okay. Hebe ich mir auf. Okay. Warden und ich gehe weiter. Die kommt da nicht mehr weg. Nutze ich nur mal, damit die Gegner es nicht nutzen können. Nee, da wird sie gebrutzelt. Oder doch nicht? Wollte schon sagen. Oh, wer kommt denn da? Noch ein Flash, die beste. Okay. Bewege ich mich mal wieder auf meine Top-Lane hier.
Kann man sehen, vielleicht merkt das ja nicht. Hey. Wo will er hin? Naja, mir Wurst. Ich pushe weiter. Jetzt ziehe ich mich aber auch zurück. Lol, er kriegt sie. Ach ja. Lass uns vorrücken. Nehmen wir nochmal was Offensives mit, denke ich, in diesem Game. Auf der Stelle. Okay. Legendär. 12:0 Velkos Sub. Gekriegt. So. Ah. Schatte. Nee. War ein bisschen sehr greedy, Alter. Nun gut, ganz schönes Gemetzel hier. Fünfzehn Sekunden noch tot. Naja, 175 Farm lässt sich aber sehen. Lass uns vorrücken. Lass uns vorrücken, das sehe ich genauso.
Die sind dran da. Okay. Genau, Mittellane weiter pushen. Und das könnte es dann schon bald gewesen sein, denke ich. Okay. Komm, ignite, ignite. Puh. Auf der Stelle. Ja. Lass uns vorrücken. Auf der Stelle. Damage machen wir schon ordentlich. Oh, das ist ganz hier. Ah, weg, was kommt zum Werfen? Okay, und da, Mann. Oh, ich brauche eigentlich auch noch nicht wieder Back. Oder? Na doch, gehen wir mal Back. Mit Stolz.
Und weiter geht's. Kriegen einen ganz schönen Arsch voll, die Jungs. Aber das wollen wir ja auch. Sie werden Krieg kennenlernen. Und der Gangplank hat sich ja nicht schlecht gewehrt. Provozier mich nicht. Oh komm, da gehen wir rein. Da gehen wir eiskalt von hinten rein. So, leider kein Kill für mich, aber voll überrannt. Und dann beenden wir auch mal eiskalt. Und ich hoffe, das Game hat euch gefallen und wenn ja, schaut mal wieder rein in diesem Sinne. Bis bald, euer Ramp.